Grüß Gott und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von TV Mürz. Diesmal wieder mit drei Beiträgen. Doch bevor es soweit ist, schauen wir uns um in den Räumlichkeiten von EFS, dem Eurofinanzservice am Mürzer Stadtplatz. Seit dem Jahr 2011 unterstützt Robert Gründler mit seinem Team Kunden aus dem gesamten Mürzer Oberland in Fragen Versicherungen, Vermögensberatungen und Finanzierung. Qualifizierte und bestens ausgebildete Finanzexperten beobachten täglich den Finanzmarkt und optimieren für die einzelnen Kunden die finanzielle Situation. Als branchen- und konzernunabhängiges Unternehmen stellt die EFS AG die individuellen Ziele und Wünsche des Kunden dabei in den Mittelpunkt und vertritt nicht die Interessen einzelner Versicherungen oder Banken. EFS AG kann auf mehr als 4 Jahrzehnte Managementerfahrung zurückblicken. 220.000 Kunden werden europaweit von rund 3.500 Beratern betreut. 12 Mitarbeiter davon sind im Raum mit Zuschlag tätig. Und gemeinsam mit namhaften Produktpartnern wird eine zukunftsorientierte, leistungsstarke und nachhaltige Allfinanzberatung geboten. Gerade jetzt zur Halbzeit des Schuljahres stellt sich für viele Mädels und Burschen die Frage, drücke ich weiter die Schulbank oder beginne ich eine Lehre? Und wenn ja, welche? Bei Voestalpine, Böhler, Bleche, Mürz, Zuschlag wird in den unterschiedlichsten Lehrberufen ausgebildet. Kürzlich hatte man die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen dieser Ausbildungsmöglichkeiten zu werfen. Gute Fachkräfte sind immer gesucht. Beim ersten Lehrlingsinformationstag der Voestalpine Böhler Bleche GmbH und Co. KG mit Zuschlag konnten sich interessierte Jugendliche und deren Eltern vom Angebot der Lehrberufe selbst überzeugen. Ja, ich finde, das Elektrotechnik ist sehr interessant und ja, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Das Unternehmen bildet neben Elektrotechnik auch in Mechatronik, Maschinenbautechnik, Zerspanungs- und Werkstofftechnik Lehrlinge aus. Beim Lehrberufsinformationstag konnte ein Blick hinter die Kulissen der einzelnen Lehrberufe geworfen werden. Und man konnte sich auch Informationen aus erster Hand holen. Ich war als Kind, habe ich schon gern mit dem Papa ein paar Autos oder so umgeschraubt. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, ich möchte einen technischen Beruf machen, weil es gefällt mir einfach am besten. Und man hat dann auch viele gute Möglichkeiten, wenn man Werkmeisterschule zum Beispiel geht und die Matura macht. Ja. 27 Lehrlinge absolvieren derzeit ihre Ausbildung im Mürzzuschlager Betrieb. Im Rahmen der trialen Ausbildung steht neben der Praxis im Unternehmen und der Theorie in der Berufsschule auch die Ausbildung im BFI Bildungszentrum Mürzzuschlag auf dem Plan. Das größte steirische Bildungsanbieter liegen uns natürlich die Lehrlinge auch sehr am Herzen und ist natürlich ein sehr wesentlicher Bestandteil am BFI Steiermark, die Lehrlingsausbildung. Mit Voestalpine Böhler Bleche haben wir in Mürzzuschlag, im Bildungszentrum Mürzzuschlag, einen sehr wesentlichen Partner auch. Und wir sind da sehr dankbar, dass wir auch inhaltlich sehr tatkräftig vom Unternehmen unterstützt werden. Und uns liegt es auch sehr viel daran, dass wir uns permanent auch inhaltlich erweitern und weiterbilden. Und vor allem in der Werkstoffprüftechnik ist es unumgänglich, dass man auch da mit der Zeit geht und sich entsprechend weiterentwickelt. Und genau zu dieser Weiterentwicklung leistet Voestalpine Böhler Bleche GmbH und Co. KG mit Zuschlag immer wieder einen wichtigen Beitrag. Die jüngste Unterstützung wurde kürzlich in Form eines Mikroskops für die Ausbildung in der Werkstoffprüfung übergeben. Genau, das ist ein praktischer Teil der Metallographie, wo man zuerst die Schliffe vorbereiten muss, wo man eben Schleifen lernt und Polieren der Proben, das Ätzen der Proben und dann am Schluss eben das Begutachten mit dem Mikroskop. Das Unternehmen möchte mit seiner Lehrlingsausbildung stets einen Schritt voraus sein. Während der gesamten Lehrzeit werden die Jugendlichen von einem Netzwerk an Experten begleitet, die eine Berufsausbildung auf höchstem Niveau gewährleisten. Und das ist gerade im Zeitalter von Industrie 4.0 und Digitalisierung von enormer Bedeutung. Die Menschen sind das Wichtigste im Unternehmen. Sie werden nur in Zukunft und auch jetzt schon eben anders eingesetzt. Es ist eine Spezialisierung erforderlich und das müssen wir, was Personalmanagement betrifft, eben begleiten. Dieses Modell funktioniert sehr gut und die Mädels und Burschen fühlen sich im Unternehmen wohl und sie erfahren auch eine große Wertschätzung. Schweißen mag ich sehr gern und das macht man halt oft in meinem Beruf.
Und dann, das mag ich einfach, wenn eine Maschine in der Firma ist, also, und dann kann man da hingehen und die reparieren. Das gefällt mir. Also das Beste ist vor allem, wenn ich mit den anderen in meinem Lehrjahr zusammen bin. Also es ist da lustig, vor allem im BFI. Wir sind circa ein Jahr lang und das hilft an der Gemeinschaft. Und ja, ich mich früher in der Hauptschule habe ich mich sehr viel für Physik interessiert. Und dann habe ich, halt, weil der Blecher bei uns in der Nähe ist, habe ich gedacht, ja, da bewerbe ich mich und probiere es einmal aus. Schau es mal an. Ja. Bist du zufrieden mit deiner Wahl? Ja. Und ganz nebenbei ist der Job bei Voestalpine Böhler Bleche auch recht gut bezahlt. Und eine Lehre ist ganz schön cool. Und Fachkräfte sind mehr denn je gefragt. Strahlen tut sie schon länger, die Flutlichtanlage bei der Panoramaloipe in Mürzzuschlag. Der Haupteinstieg liegt beim Gasthof Steinbauer. Und genau dort war es auch, wo der Verein Langlauf Mürztal uns einen Einblick in das Training mit dem Nachwuchs gewährt hat. Die Mürzzuschlager Langläufer wird's freuen. Ein lang gehegter Wunsch konnte jetzt realisiert werden. Am 10. Februar, 17 Uhr, wurde die Flutlichtanlage bei der sehr beliebten Panoramaloipe in Betrieb genommen. Der Haupteinstieg befindet sich beim Gasthaus Steinbauer, Mürzzuschlag Ganz 11, bekannt als Kranzkuchenrunde. Sie ist 2 Kilometer lang und mit der neuen Flutlichtanlage ausgestattet. Aber welche Bedeutung hat nun diese Beleuchtung für den Langlaufsport? Ja, für den Langlaufsport hat es natürlich eine große Bedeutung. Gerade im Winter, wo es sehr zeitig finster wird, ist natürlich eine sehr, sehr gute Gelegenheit, dass man noch sportlich aktiv sein kann. Man kommt von der Arbeit zu Hause um 4:30 Uhr, kann nachher noch auf die Loipe. Es ist bis 20:30 Uhr beleuchtet. Und insofern ist es ja nicht nur für den Langlaufverein oder Langlaufsport, sondern wirklich für alle, die sich gern bewegen noch im Winter, eine sehr tolle Möglichkeit, ein bisschen aktiv zu sein. Ja. Für den Langlaufverein Langlauf Mürztal ergeben sich dadurch auch am Abend gute Bedingungen, um zu trainieren. Ja, für unseren Verein, der ja noch sehr jung ist, ergeben sich natürlich gute Gelegenheiten, denn es ist ja auch für die Kinder, die oft bis nachmittags oder spätnachmittags in der Schule sind, Hausübungen haben und so weiter, dann schwer möglich tagsüber zu trainieren. Für uns ist es dadurch stressfreier, weil wir um 5:30 Uhr am Abend mit dem Training beginnen können, ohne irgendwie gestresst zu sein, das Training, dass das dann nur kurzzeitig ausfällt, sondern eben bis 20:30 Uhr haben wir Zeit zu trainieren und das täglich, weil er täglich beleuchtet ist. Dass die Langlaufloipe immer gut gespurt und in Top-Zustand gehalten werden kann, ist Alois Winter zuständig. Und wann er auch immer Zeit hat, mit dem Schneewieserl unterwegs. Oft auch unter schwierigen Verhältnissen. Ja, es ist nicht einfach. Wenn mehr Schnee ist, ist es leichter. Und je weniger Schnee, desto schwieriger wird es. Aber ich schaue, dass ich halt das Maximum aussuchen kann. Die Loipe bietet für jeden eine Möglichkeit zu wählen, ob Leistungssportler oder Hobbylangläufer. Hier befinden wir uns auf der Kranzkuchenrunde. Das ist die beleuchtete, was wir da haben. Die ist 2 Kilometer lang. Dann gibt es die Standardrunde, die ist 6 Kilometer. Und dann gibt es noch die Buchleitner Schleife, die ist 1,5 Kilometer. Und dann haben wir noch einen Zubringer von der Bismarckhöhe, der ist auch 1,5 Kilometer. Also insgesamt haben wir über 10 Kilometer Loipe. Und es ist für beide Techniken, für Klassik und für Skating, beide Strecken. Also alle, was ich jetzt aufgezählt habe. Aus gegebenem Anlass gab es auch gleich Trainingseinheiten, denn die neue Flutlichtanlage machte es möglich. Handball auf Langlaufski, was bewirkt diese Trainingseinheit? Also das Training hat den Sinn, dass die Koordination von den Kindern verbessert wird, weil da lernen sie spielerisch, die denken gar nicht ans Langlaufen und fahren runter. Und das macht es dann aus. Erstens haben sie einen Spaß dabei und die Koordination wird sehr gut verbessert durch das. Die Jugendarbeit steht besonders im Vordergrund. Auch für Jakob Keins. Was bedeutet für dich Langlauf? Also eigentlich ist es ein bisschen wie Schlittschuhlaufen. Nur der Ski ist einfach länger und ein bisschen mehr Gleichgewicht braucht man. Und du bist ja auch schon sehr erfolgreich. Ja, in Bad Mitterdorf war es einmal erster Platz und Ramsau war es auch schon öfters in die Top 3. Also es ist richtig lustig. Und wie ist es für dich, Matteo? Langlaufen macht noch Spaß und wir haben 2-mal in der Woche Training und heute tun wir Handball spielen jetzt.
Für Mürz Zuschlag und auch darüber hinaus ist die beleuchtete Langlaufloipe ganz bestimmt bedeutsam, zumal diese Region für Freizeitaktivitäten sehr beliebt geworden ist. Ja, die Loipe ist aus touristischer Sicht und auch aus Sicht für den Sport von enormer Bedeutung. Es ist mit der Beleuchtung jetzt dieser 2-Kilometer-Schleife ein langjähriger Wunsch der Stadtgemeinde in Erfüllung gegangen. Und es ist einfach ganz wichtig für uns, damit dass die Leute wissen, sie können auch am Abend ihren Sport nachgehen. Und aus dem Grund sind wir froh, dass der Luis und der Peter die Sache initiiert haben und jetzt das Licht hell erstrahlt und man sieht es ja schon von der Autobahn, es ist ja mittlerweile schon ein bisschen ein Wahrzeichen. Und selbst wenn man jetzt auf diese Seite dann drüber schaut und man fährt die Straßen entlang, sieht man die Loipen und es schaut einfach toll aus und es ist wirklich eine tolle Einrichtung. Langlaufloipe mit Flutlicht, für Berufstätige eine begrüßenswerte Möglichkeit, den Langlaufsport zu betreiben und außerdem eine Woche vor den Energieferien genau der richtige Zeitpunkt. Bleibt die Hoffnung, dass auch viele diese Einrichtung auch nützen. Zum Tag der offenen Schule lud kürzlich das Hertha-Reich-Gymnasium mit Zuschlag. Präsentiert wurde dabei das vielfältige Bildungsangebot als Orientierungshilfe für die Kinder der vierten Volksschulklassen und deren Eltern. Denn die Frage, welch weiterführende Schule man besuchen möchte, ist doch eine ganz wesentliche. Für die Volksschulkinder in den vierten Klassen ist es jetzt an der Zeit, um eine Vorentscheidung über den weiteren Bildungsweg zu treffen. Als Hilfestellung für die Mädchen und Buben und deren Eltern veranstaltete das Hertha-Reich-Gymnasium mit Zuschlag auch heuer wieder einen Tag der offenen Schule. Wir möchten den möglichen neuen Anfängern bei uns in der ersten Klasse, den Eltern zeigen, welche Funktionsräume die Schule hat, was alles an unserer Schule möglich ist. Bei der Einbegleitung haben wir schon auf das Theater verweisen können, wir haben das Schulorchester präsentieren können. Ja, wir machen das jetzt schon seit einigen Jahren, meine Kollegin Ute Graf-Spitzer und ich. Und wir versuchen immer, einen Mix aus herkömmlichem Schulunterricht und natürlich auch Showprogramm abzuliefern. Das Programm an diesem Tag war abwechslungsreich. Zwei Schüler der Unterstufe führten durch das Haus. Wir begrüßen Sie recht herzlich zum Tag der offenen Tür des Hertha-Reich-Gymnasiums. Heute möchten wir Ihnen einen Einblick in unser Bildungsangebot zeigen. Kommen Sie mit uns. In den Unterrichtsräumen wurden verschiedene Themenschwerpunkte präsentiert. Im Informatikraum wird den Besuchern die technische Ausstattung der Schule gezeigt. Man beginnt mit dem Erlernen des Zehn-Fingersystems. Am Ende hat man auch die Chance, einen Computerführerschein zu machen. Der Informatikunterricht ist in der heutigen Zeit unverzichtbar geworden. Die Schüler erlernen hier wichtige Grundlagen für die dynamische Entwicklung in der digitalen Welt. Trotz Smartphone, Internet, Tablet und Co. haben Bücher am Hertha-Reich-Gymnasium noch immer einen hohen Stellenwert. Literatur, Wissenschaft, Belletristik, Sachbücher. Den interessierten Leseratten steht die umfangreiche Schulbibliothek zur Verfügung. In unserer Schule werden viele Fremdsprachen gelehrt. Für unsere Besucher heute bieten wir auch einige Spezialitäten aus diesen Ländern an. Darunter sind Speisen aus Spanien, Italien und Russland. Die Kostproben aus diesen drei Ländern wurden von Schülern und Lehrern zubereitet. Neben Spanisch, Italienisch und Russisch werden im Hertha-Reich-Gymnasium die Fremdsprachen Latein, Französisch und Englisch vermittelt. Seit Herbst 2016 gibt es ein besonderes Modell. In jedem Jahrgang ab der ersten Klasse gibt es eine Englischklasse. Dort wird Englisch als die Arbeitssprache behandelt. I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. Do you like English? Yes, I do. And you? I like English. In mehr als der Hälfte aller Gegenstände wird in einer Klasse pro Jahrgang Englisch als Arbeitssprache in den Unterricht eingebaut. Auch die Fächer Geografie und Geschichte kommen im Hertha-Reich-Gymnasium nicht zu kurz. Großer Wert gelegt wird auf eine fundierte Allgemeinbildung und kompetenzorientierten Unterricht in Theorie und Praxis. Während sich die Besucher im Physiksaal selbst betätigen konnten, wurde ihnen im Chemiesaal eine Show geboten.
selbst Versuche durchführen oder einfach zuschauen. Verschiedene Experimente sorgten in Physik und Chemie für Spannung und Unterhaltung. Zu den Naturwissenschaften zählt weiters der Gegenstand Biologie. Das Fach Biologie bietet sehr viel Anschauungsmaterial. Und der Unterricht wird sehr praxisbezogen gestaltet. Im Biologiesaal wurde die Neugier der Kinder geweckt. Und wer Lust auf ein Butterbrot hatte, konnte die Butter gleich selbst herstellen. Am Tag der offenen Schule wurden auch Fairtrade-Produkte angeboten. Es war ein Projekt einer Klasse zum Jahresthema Deine Spur verändert die Welt. Auch Mathematik und GZ haben am Hertha-Reich-Gymnasium besondere Bedeutung. Im Laufe des Schuljahres werden auch passende Spiele in den Unterricht eingebaut. Während im Gegenstand Mathematik spielerische Aufgaben zu lösen waren, konnten im Fach geometrisch Zeichnen Computerprogramme verwendet werden. Vielfältige sportliche Aktivitäten in der Vivax-Sporthalle und im Hallenbad lockern den Schulalltag auf. Im textilen und technischen Werkunterricht wird die Kreativität der Schüler gefördert. In diesen Fächern kommt es auf das handwerkliche Geschick der Mädchen und Burschen an. In idealer Weise ergänzt wird das Bildungsangebot des Hertha-Reich-Gymnasiums mit Zuschlag durch kreative Gegenstände wie bildnerische Erziehung und Werken. Sie sind für die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler genauso wichtig wie Schultheater, Schulorchester oder Chor. Anmeldungen für das kommende Schuljahr sind vom 26. Februar bis 9. März möglich. Das waren nun einige Einblicke in unser Schulleben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns schon auf unsere zukünftigen Mitschüler. Ja, die Zeit ist um und das war's auch schon wieder für diesmal. Und wie Sie gesehen haben, das Hertha-Reich-Gymnasium ist auf der Suche nach neuen Schülern. Föstalpine Böhlerbleche mit Zuschlag sucht neue Lehrlinge. Und hier bei EFS ist man immer auf der Suche nach top motivierten neuen Mitarbeitern. Robert Gründler und sein Team gibt dazu gerne Auskunft. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Danke fürs Einschalten. Auf Wiedersehen.